Liebe Zuschauer, in den nächsten Minuten wird sich bei uns alles um Einzelwerte drehen. Spannende Einzelwerte natürlich. Herausgesucht für uns hat sie Jochen Kauper, Redakteur beim Aktionär. Hallo Jochen, schön, dass du da bist heute bei uns. Die erste Aktie, über die wir sprechen wollen, ist die Aktie von Daimler. Daimler hat ja zuletzt mit einer, ich sag mal, etwas kuriosen Meldung von sich reden gemacht. Ein Daimler-Manager hat sich nämlich dazu hinreißen lassen, in China die Chinesen als Bastarde zu bezeichnen. Das ist natürlich auf vielen Ebenen problematisch und natürlich völlig inakzeptabel. Vor allem muss sich Daimler jetzt natürlich auch Sorgen machen um seinen Ruf in China. Für Mercedes der größte Absatzmarkt und auch Heimat des größten Mercedes-Werkes. Was meinst du? Ist dieser Vorfall jetzt, kann der nachhaltige Folgen haben oder ist das nächste Woche schon wieder vergessen? Also grundsätzlich, solche Äußerungen gehen natürlich gar nicht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Da brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Letztendlich muss man natürlich vorsichtig sein, gerade was man als Manager von sich gibt. Und darüber hinaus geht es natürlich darum, dass China, das ist einer der wichtigste Automarkt überhaupt. Und Daimler kann froh sein, genauso wie VW oder BMW, dass es solche wachstumsstarken Märkte überhaupt noch gibt und dass deutsche Autos so gefragt sind in so einem Markt. Und letztendlich bin ich aber davon überzeugt, dass man, derartige Aussagen jetzt auch nicht überbewerten sollte, was jetzt die Zukunft von Daimler jetzt betrifft. Also auf den chinesischen Markt, da bin ich absolut sicher, wird es letztendlich langfristig keine Auswirkungen haben. Und von daher muss man fairerweise dazu sagen, wird Daimler genauso wie BMW und VW auch in China weiterhin das Potenzial ausschöpfen, das es da letztendlich sicherlich auch noch gibt. Wie bewertest du die Aktie? Es war lange Zeit natürlich wahnsinnig schwer, da überhaupt bei den Autowerten einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil es über Monate lang abwärts ging. Hier sieht man es ja immer noch am Trend. Aber so über die Monate hat sich jetzt schon mal ein Boden ausgebildet. Wir waren ja immer noch positiv für Daimler, die ganze Zeit auch. Denn ich bin schon der Meinung, dass Daimler diesen Swing hin zum Mobilitätsdienstleister, wo es jetzt letztendlich auch hingeht. Niemand kann sagen, die Autoindustrie sieht in den nächsten 10 Jahren so und so aus. Es ist wirklich ein großes Fragezeichen, wo geht es hin mit der Elektromobilität, Mobilitätsdienste und so weiter und so fort. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass in den letzten Monaten wahnsinnig viel Negatives eingepreist wurde, hier bei den Kursen, beim Chart. Und hier im Bereich von 58 bis 60 jetzt wirklich mal ein Boden ausgebildet wurde. Sieht man längerfristige Seitwärtsbewegungen und jetzt endlich auch mal wieder der Sprung über 200-Tage-Linie. Wieder Rücksätze und solche Sachen kann man schon mal ausnutzen, um eine Position einzugehen, um den Fuß in die Tür zu stellen. Ja. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Daimler das schaffen wird und einen guten Weg vor sich hat, auf jeden Fall. Potenzial bis in den Bereich von? Also hier geht es jetzt für mich letztendlich mal darum, dass man diesen horizontalen Widerstand bei rund 68 Euro in Angriffen, in denen er überwindet. Und dann bin ich schon der Meinung, dass man sich in dem Bereich 72 Euro wieder peu à peu vorarbeiten kann. Auf lange Sicht sogar noch höhere Kurse. Aber hier muss natürlich der Gesamtmarkt mitspielen. Wenn der DAX hier die ganze Zeit weiter schwächelt oder vor sich hindümpelt, haben es die Automobilhersteller natürlich auch schwer. Aber in dem Bereich Auto ist für mich nach wie vor Daimler hier die Nummer 1, denn Zetschen mit seinem Team macht echt einen guten Job. Auch diese EQ-Linie, die sie jetzt fahren in Sachen Elektromobilität, das macht wirklich Sinn und die Autos sind wirklich schick und das wird einschlagen, glaube ich schon. Wir bleiben in der Branche, schauen uns auch noch die Aktie von BMW an. Auch BMW hatte zuletzt, ja, sagen wir, etwas Knatsch in China. gemeinsam mit dem chinesischen Suchmaschinenriesen und Kartendienstanbieter Baidu hatte man ja eigentlich eine Kooperation, ist man eingegangen. Man wollte hier so an der Entwicklung von selbstlenkenden Autos arbeiten. Diese Kooperation ist jetzt ziemlich überraschend beendet worden, aufgrund von, sagen wir mal, unüberbrückbaren Differenzen. Ja. Was ist denn da vorgefallen? Ja, ist schwierig. Also hier lässt man sich natürlich nicht in die Karten schauen. Niemand wird jetzt hergehen und sagen, das war der Punkt ist, warum wir diese Kooperation letztendlich beenden. Jeder wird seine Gründe dafür haben. Man muss natürlich auch sehen, dass der chinesische Markt auch nicht einfach ist. Das ist Punkt 1. Und in Zukunft wird es natürlich auch so sein, dass die Chinesen sagen, Mensch Jungs, wir wollen uns doch hier den Rahmen nicht abschöpfen lassen. Darf ich kurz zwischenfragen, warum der chinesische Markt nicht einfach ist, wo die Schwierigkeit da liegt? Letztendlich ist es ja so, dass wenn ein Automobilhersteller beispielsweise in Amerika oder in Italien beispielsweise Autos verkaufen möchte, okay, dann hat er seine Niederlassung, seine Produktionen und hat einfach die Möglichkeit hier Autos zu verkaufen. In China ist es natürlich wieder anders. Jeder deutsche Hersteller beispielsweise muss ein Joint Venture eingehen, letztendlich 50-50 mit meistens 50-50 Konstellationen mit einem chinesischen Hersteller. Und da ist natürlich auch so, dass die Chinesen sagen, Mensch, jetzt Kinder, wir lassen doch hier nicht die Deutschen einfach so unseren Markt beackern und hier den Rahmen abschöpfen, sondern es passiert hier natürlich auch eine gewisse Art von Technologietransfer. Das heißt, die Chinesen sagen, wie bauen die Deutschen ihre Autos, was machen sie gut, was machen sie vielleicht schlecht, was können wir abkupfern. Das ist natürlich auch so eine Geschichte und da muss man danach aufpassen, denn in Zukunft werden die Chinesen natürlich auch hergehen, denn die haben mittlerweile schon wirklich auch gute Produkte und gute Autos.
Und ich glaube auch, dass sowas auch stattfinden wird wie im Made in China, also dass die auf heimische Produkte zurückgreifen, denn hier BYD ist auch ein Hersteller, wo ich sage, die machen auch einen richtig, richtig guten Job und sind in Sachen Elektromobilität gut aufgestellt. Also nur so mal ganz kurz der Anlass zum chinesischen Markt. Und für BMW bedeutet das die Auflösung dieser Kooperation jetzt erstmal Stillstand in dieser Richtung oder gibt es einen Ersatzpartner? Ja, oder? Schwierig. Man wird sich mit Sicherheit wird man Plan B schon in der Schublade haben und sagen, Mensch, hier könnten wir mit dem und dem zusammenarbeiten. Aber wie erwähnt, in China ist es sicherlich nicht einfach, eine Kooperation einzugehen. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass BMW hier auch in China den Weg weitergehen wird. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass der Absatz von Premium-Autos hier in China sicherlich auch schwerer werden wird. Denn die Wachstumsraten, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die werden in Zukunft natürlich auch abebben, ist völlig klar. Aber hier hat man auch schöne kleinere Modelle im Portfolio, die auch in China sicherlich Absatz finden würden. Und auch Elektroautos, die BMW jetzt produziert, da wird man sicherlich in China auch einen Fuß in die Tür bekommen. Und Elektromobilität, die Strategie von BMW, die man ja 2013 angefangen hat mit dem i3, dann mit dem i8, die wird jetzt auch endlich mal wieder fortgesetzt, weil ich auch sage, das muss jetzt auch endlich mal sein. Und das finde ich jetzt letztendlich schon auch gut. Der Chart von BMW sieht dem von Daimler etwas ähnlich, kann man sagen. Allerdings ist hier positiv zu vermerken, dass die Aktie seit einigen Tagen sehr deutlich über 80 Euro notiert und damit, denke ich, auch ein Kaufsignal generiert hat. Ja, wichtig war erstmal die Linie über knapp über 80 oder 80,50 und natürlich auch hier 200-Tage-Linie, ähnlich wie bei Daimler, hast du schon erwähnt. Hier kommt natürlich BMW auch zugute. Das macht okay, man hat schon, was die Elektromobilität betrifft, einige Trümpfe im Portfolio, wie zum Beispiel der i3, i8, das Hybridmodell, sieht richtig, richtig gut aus. Und das wird jetzt peu à peu fortgesetzt. Man muss natürlich hier auch noch ein bisschen warten. Jetzt kommt der E-Mini langsam und ab 2020, 2021 mit dem iNext. Also da glaube ich schon, dass BMW richtig die Trümpfe ausfahren wird und ausspielen wird, was die Elektromobilität betrifft. Und hier ist man auch gut aufgestellt, auch was die Mobilitätsdienste betrifft, ist man ähnlich wie Daimler. Also man hat bei BMW vielleicht den Vorteil, dass man schon gezeigt hat, man kann Elektromobilität, i3, i8 und das wird man letztendlich in den nächsten Jahren weiter ausspielen. Man muss natürlich auch sehen, wie sich der Markt für die Elektromobilität weiterentwickelt. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern Manager hat es mal ganz, ganz cool formuliert, es ist wie eine Flasche Ketchup, wenn man sie umdreht. Ja, eine neue und klopft die ganze Zeit drauf. Einmal kommt immer gar nichts und dann geht es auf einmal los. Und das würde mit Elektromobilität meiner Meinung nach das Gleiche sein. Ich weiß nur nicht, ab welchem Zeitraum, 2019, 2020, 2021, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann muss man auf jeden Fall positioniert sein. Und hier sehe ich Daimler und BMW gut positioniert. Bei VW habe ich da wirklich im Moment meine Zweifel. Okay, aber die beiden wären deine Favoriten, Daimler sogar noch ein bisschen mehr. Ja, Daimler, BMW, genau. In China haben wir noch einen coolen Hersteller, BYD. Die finde ich noch richtig, richtig gut, denn die haben sehr, sehr gute Elektroflitzer im Portfolio. Haben wir auch schon in der einen oder anderen Sendung besprochen, liebe Zuschauer. Genau, und das sind so meine drei Favoriten. Okay, Paragon machen wir weiter. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich. Wir haben uns jetzt sehr lange, was war natürlich sehr spannend, aber sehr lange damit aufgehalten. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen zügig weiter mit der Aktie von Paragon, die zuletzt auf ihr Allzeithoch geklettert ist und jetzt ein bisschen konsolidiert. Grund zur Sorge, alles im grünen Bereich? Nein, alles gut, alles gut. Ich fasse mich auch kurz. Also, nein, tolle Aktie. Natürlich nicht gerettet, bitte. Tolle Aktie, tolles Unternehmen. Und ich freue mich natürlich hier über jeden Rücksetzer. Jeder Aktionär würde sagen, oh Mann, ist der völlig jährlich krank. Nein, denn solche Rücksetzer im Aufwärtstrend sind einfach mal gut und gesund. Es kann nicht nur nach oben gehen, das wäre ungesund und es würde auch nicht passen. Sonst laufen wir in eine völlig überkaufte Marktlage hinein. Also die ganze Kiste mit Voltabox, mit der Elektromobilität, schaut richtig, richtig gut aus. Neue Deals, Joy Global, US-Bergbaufirma, jetzt KUKA. Also das sind schon Sachen, wo ich sage, das hat Rang und Namen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der ehrgeizige Vorstand, Klaus-Dieter Frers, wer den kennt, also muss sagen, boah, das Ding muss laufen. Und der wird an den nächsten Deals arbeiten und von daher finde ich nur jeden Rücksetzer gut. Also für neue Einstiegsmöglichkeiten nutzen. Ja, natürlich auch. Für Neuansteiger im Bereich 40, 50, 41 wäre es mal gut, wenn sie zurückkommen würde. Aber wer investiert ist in dem Teil, also in Paragon, da würde ich kein Stück aus der Hand geben, auf jeden Fall. Das Kursziel haben wir jetzt angehoben. Wir waren schon kurz beim Kursziel, 46. Ich glaube schon, dass 50 möglich sind. Aber man muss natürlich auch hier eine gewisse Geduld mitbringen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber das ist eine richtig coole Firma. Kleine Firma, aber richtig, richtig gut. Okay, kleine, coole Firma. Grammer ist ein bisschen größer. Der Chart lief, also es lief zuletzt ziemlich gut. Die Zahlen waren auch in Ordnung. Fundamental kann man sagen, eigentlich alles in Butter, das Geschäft floriert. Die Aktie spiegelt das zuletzt aber nicht wirklich wider. Woran liegt das?
Ja, man muss natürlich auch sehen, wir haben vorhin die Automobile angeschaut, BMW, Daimler beispielsweise, und die meisten Automobilzulieferer, die sind richtig unter die Räder gekommen, Elring Klinger als Beispiel. Und von daher hat Gramma eigentlich einen richtig guten Job gemacht und die Zahlen, wie du es eben erwähnt hast, die waren richtig gut. Und jetzt läuft die Aktie ein bisschen seitwärts. Hier muss man aber auch mit hinzunehmen, dass Übernahmespekulationen immer wieder im Markt gewesen sind. Also hier haben sich einige Ankeraktionäre auch bei Gramma positioniert und die Spekulation gibt es natürlich noch immer. Und man sieht auch, hier ist Gramma jetzt auf eine Unterstützung getroffen. Also hier könnte ich mir vorstellen, wer noch nicht investiert ist, hier kann man mal einen Fuß in die Tür stellen. Die finde ich spannend, sollte die Aktie wieder peu à peu nach oben laufen, da würde ich diese Position, also prozyklisch in steigende Kurse dann eben ausbauen. Finde ich ein tolles Unternehmen, gut geführt. Und also wer dabei ist, halten, Neueinsteiger jetzt und wie erwähnt, prozyklisch ausbauen. Übernahmespekulationen gibt es immer noch, die Geschäfte laufen und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir bald wieder in einem gesunden Markt so in den Bereich von 56 Euro hineinlaufen. Man muss halt sehen, hier haben wir natürlich starke Widerstandslinien, aber wie erwähnt, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Aktie mal wieder hinlaufen wird. Stoppkurs? Stoppkurs würde ich auf jeden Fall hier drunter legen, also hier im Moment bei vielleicht 43,50. Da muss ich schon sagen, da würde ich die Position auf jeden Fall absichern, das ist auf jeden Fall ein Muss. Schauen wir uns die Aktie von Vestas an, die war gestern ganz stark unterwegs, also da haben wir einen ganz starken Anstieg gesehen, infolge eines ganz starken Abstiegs auch. Waren das jetzt so, so der sogenannte Trump-Effekt, was wir da gesehen haben? Weil ja, die USA ja der größte Absatzmarkt von Vestas sind und man weiß ja noch nicht so genau, ja, ist Trump ein Freund oder ein Feind der alternativen Energie? Also, um es mal zusammenzufassen, letztendlich ist er bekannt, dass er kein Fan von regenerativen oder erneuerbaren Energien ist. Aber man muss wirklich sagen, diese Branche hat sich in den letzten Jahren so wahnsinnig entwickelt, dass man die einfach nicht vom Tisch fegen kann. Also hier spielen Vestas und auch Nordex schon wirklich eine große, große Rolle. Und hier geht es ja auch um Klimawandel und so weiter und so fort. Also die Zahlen hier waren natürlich wahnsinnig stark gewesen bei Vestas. Hier geht es dann rapide nach oben. Und das muss ich natürlich auch sagen, das war schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Das war wirklich ein bisschen zu viel, genauso wie der Abverkauf jetzt. Also nur Trump und dann nur auf diese Aktien einzudreschen wie Vestas und Nordex, halte ich jetzt wirklich für etwas zu viel. Also hier gilt es, ich spreche jetzt wirklich auch für beide, für Vestas und auch für Nordex. In dem Bereich, muss ich sagen, da ist man jetzt wirklich mal auf einen Punkt getroffen, wo ich sage, auch wenn man den Chart weiter zurückverfolgen würde, im Jahr 2015, 2014 hatten wir hier sehr, sehr starke Unterstützungen und hier hat die Aktie auch wirklich Halt gemacht. Hier würde ich einfach sagen, die Bewertungen, die sind jetzt wirklich absolut interessant, sehr interessant bei beiden. Und hier würde ich jetzt auch beide gleich verfahren, Fuß in die Tür stellen. Eine Position jetzt, wenn die Aktie wieder zurückfallen sollte, würde ich einfach die Position nochmal ausbauen. Oder eben, wenn die Aktie weiterlaufen würde, über die 200-Tage-Linie steigt, dann würde ich die genauso prozyklisch, also in steigende Kurse hineinkaufen und aufdoppelnde Position. Natürlich auch absichern. Bei Vestas würde ich jetzt einfach mal im Bereich von 53,50, 57, in dem Bereich würde ich einfach mal sagen, muss man auf jeden Fall schon mal einen Stopp setzen. Und letztendlich bleibe ich bei beiden, bei Vestas und auch Nordex. Jetziges Kursniveau ist wirklich extrem spannend. Wir haben mit Autos begonnen, wir wollen mit Fußball abschließen, um ihr das Männer-Sorglos rund um Glücklich-Paket abschließen zu können. Dortmund hat gute Zahlen vorgelegt. Das auf der einen Seite, hat dann auch noch über die Bayern gewonnen. Das war natürlich für die Fans toll. Trotzdem hat die Aktie in den letzten beiden Tagen ordentlich auf den Deckel bekommen. Ist das jetzt eine Reaktion auf diesen starken Anstieg oder was steckt dahinter? Ja, absolut. Es ist natürlich mal so, dass jede Aktie, die so einen immensen Anstieg genommen hat, die muss irgendwann einmal auch konsolidieren. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich dachte natürlich immer, auf dem Niveau, da kann die Aktie aushalten, da kann sie bleiben. Dass sie jetzt natürlich so stark auf den Deckel bekommt, ist schade. Aber ich muss auch immer wieder sagen, wir haben auch hier bestimmt hunderte Male über die Aktie gesprochen und haben gesagt, boah, die wird und die muss letztendlich steigen. Der Kader ist so toll und die Marktwerte werden sich so nach oben schrauben, dass sie natürlich jetzt so stark zurücksetzt. Das finde ich natürlich schon ein wenig schade, auch für die Leute, die dabei sind, die sagen, oh, jetzt keine kalten Füße bekommen, oh no way, never. Die Aktie auf jeden Fall halten und auf diesem Niveau ist für mich wieder äußerst spannend und vielleicht kann man Kurse um 5 Euro nutzen, um vielleicht neu zu kaufen. Das finde ich total klasse, denn Champions League, super. Die Marktentwerte, die Werte der einzelnen Spieler werden sich für jeden Auftritt weiterentwickeln. Wenn man sieht, Aubameyang ist schon allein vielleicht 80, 90 Millionen wert, Weigl und so weiter und so fort. Also
spannende Entwicklung, auch neue Deals, was Ausrüster betrifft. Das könnte die gesamte Börsenbewertung auf einen Wisch wegradieren und nach oben schrauben. Also von daher, tolle Aktie und 5 Euro, vielleicht kommt man nochmal rein. Okay, ganz herzlichen Dank, Jochen, für die vielen Einschätzungen. Liebe Zuschauer, Jochen Kauber hat Ihnen jetzt hier eine ganze Reihe von spannenden Aktien mit besonders interessanten Einstiegsgelegenheiten skizziert. Ich würde vorschlagen, Sie gucken sich das jetzt nochmal genauer an, weil die Tür sollte nicht zu schnell zufallen. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.